Ja, moin Leute, willkommen hier auf meinem Kanal zu meinem allerersten Final Fantasy VII Remake Update. Und zwar gibt es ein paar Informationen, die ich vor kurzem zusammengetragen habe, die für mich völlig neu waren, obwohl sie auch schon ein paar Tage oder ein paar Wochen alt sind. Ich möchte euch kurz mal auf dem Laufenden halten. Den meisten von euch wird das vielleicht durch die Lappen gegangen sein. Ihr habt es im Titel vielleicht schon gelesen. Final Fantasy VII Remake Release vielleicht schon Ende 2019. Warum gibt es diese Annahme? Mehrere Seiten haben berichtet, dass Square Enix einen Rekordumsatz für Ende 2019 vorhergesagt haben. Und die meisten sind sich einig, dass es eigentlich nur das Remake der ersten Episode von Final Fantasy VII sein kann. Weiter im Text zu lesen ist zwar, man munkelt, es könnte auch ein unbekannter Titel sein, aber ein unbekannter Titel oder einen unbekannten Titel mit einem Rekordumsatz zu prognostizieren, ist ziemlich weit hergeholt. Deswegen sind sich eigentlich alle einig, dass es nur das Remake von Final Fantasy VII sein kann. Zumindest die erste Episode. Ich selber war zwar der Meinung, es wird wahrscheinlich erst soweit sein, wenn die PS5 rauskommt. Die meisten von euch wissen sicherlich, dass das Remake in 3 Episoden kommt. Und deswegen dachte ich, naja, zweite und dritte Episode wird ja sicherlich in der Mache noch sehr, sehr lange dauern. Deswegen gehe ich davon aus, dass es für die PS5 erst kommt. Und ich dachte mir, erste Episode PS4 und die anderen beiden auf der PS5 ist bestimmt Käse. Aber vielleicht werden wir Ende des Jahres eines Besseren belehrt. Ich hoffe es jedenfalls. Mitte Juni ist die E3. Da werden wir sicherlich ein paar neue Infos und ein paar neue Bilder hoffentlich zu Final Fantasy VII sehen. Und die zweite Information ist auch sehr, sehr interessant. Eine unbekannte Quelle, und das muss man eben betonen, es ist eine unbekannte Quelle, die das hat durchsickern lassen, Anfang des Jahres schon durchsickern lassen, dass es im April ein Reveal-Event geben soll. Dieses Reveal-Event, wie gesagt, wir haben jetzt noch 3 Wochen, bis April fast vorbei ist. Ich hoffe, dass wir demnächst genauer erfahren, ob es wirklich dieses Event geben soll. Was genau soll passieren? In Tokio soll ein 2-Stunden-Livestream über Twitch und über YouTube gezeigt werden. Über die Charakterentwicklung von Aerith, Cloud und Barret, wie die sich entwickeln sollen. Ich gehe mal davon aus, wenn man im Kampf ein Level Up erhält, wie das alles aussehen soll. Das Kampfsystem soll einem näher gebracht werden, wie die Charaktere sich steuern lassen. Und das Materia- bzw. das Substanzsystem. Sollte den meisten von euch sicherlich bekannt sein, von was ich hier spreche. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie das Substanzsystem funktioniert. Und was ich richtig interessant finde, und zwar soll es einen Trailer geben, der die Spielwelt außerhalb von Midgard zeigt. Und das ist eigentlich der Punkt, der mich mit am meisten interessiert. Wie ist die Weltkarte gestaltet? Das Spiel gespielt haben, weil 97 kam Final Fantasy VII das erste Mal raus. Dürfte den meisten bekannt sein. Dieses Video werden wahrscheinlich auch nur die ganzen Insider sehen, gehe ich mal von aus. Und die meisten von euch sind sicherlich genauso gespannt wie ich. Wie wird die Weltkarte gestaltet sein? Vor allem, wie groß wird sie sein? Ich bin da schon mega gespannt. Vergesst, wie gesagt, nicht, dass das jetzt ein Gerücht ist, was ich ja gerade raushaue. Lasse euch mal die Links zu meinen Quellen da. Könnt ihr selber mal lesen und euch eine eigene Meinung bilden. Lasst gerne auf jeden Fall dem Video einen Kommentar da, was ihr von den Gerüchten haltet. Ich bin jedenfalls schon sehr, sehr gespannt, ob es jetzt im April dieses Event geben wird. Und somit sehen wir ja dann schon vor der E3 ein paar neue Bilder. Ich hoffe, dass das passieren wird. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Lasst gerne einen Daumen da, ein Abo, wenn ihr neu seid. Und in Zukunft, sobald das Spiel rauskommt und auch schon davor, wenn es neue Informationen geben wird, werdet ihr die auf diesem Kanal finden. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Und sobald das Spiel dann draußen ist, gibt es von mir Livestreams oder Let's Play Videos. Wie ich das genau gestalte, weiß ich noch nicht. Solange Artikel 13 den YouTubern keinen Strich durch die Rechnung macht. Aber das ist ein anderes Thema. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß. Noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.